Heute hat ja Putin seine Rede zur Nation gehalten. Unter anderem hat er Folgendes gesagt. Wir befinden uns nicht im Krieg mit dem ukrainischen Volk. Die Ukrainer sind Geiseln des Kiewer Regimes und ihrer westlichen Herren, die das Land faktisch besetzt haben. Der Westen benutzt die Ukraine als Werkzeug, als Testgelände und als Abschussrampe gegen uns. Aber wisst ihr, welche Aussage von ihm die interessanteste war? Со своими собственными народами, разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. Sehen Sie, was Sie mit Ihren eigenen Völkern machen. Die Zerstörung der Familie, der kulturellen und nationalen Identität, Perversion und Pädophilie werden zur Norm erklärt. Ja, kommen euch solche Typen bekannt vor? Meiner Meinung nach hat er in diesem Fall komplett recht. Seine Rede hat Putin übrigens mit folgenden Worten beendet. Die Wahrheit ist mit uns. And united people. We are confident about ourselves. We are confident about our strength. The truth is with us. Thank you. Wie seht ihr das? Heute Mittag hält Biden übrigens seine Gegenrede in Polen. Und uns wurde ja bestätigt, dass Biden fit genug sei, um sein Amt auszuüben. Schaut einfach mal folgendes Video, die Ankunft von Biden in Polen, und überzeugt euch selbst.